herzlich willkommen bei Himmlisch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Advent und passend zur Adventszeit möchte ich euch das Rezept von meinem Apfelstrudelpunsch zeigen. Heute ist das Rezept mit Alkohol, ich sage euch dann aber auch die Alternative, wenn ihr es für die Kinder ohne Alkohol machen möchtet. Ich habe für den Punsch vorbereitet 1 Liter Apfelsaft, 1 Liter Wein, das ist jetzt ein Weißwein, dann 100 Milliliter Rum, 2 Orangen, eine Zitrone, 2 Zimtstangen und ein paar Nelken. Ich starte, indem ich mir den Apfelsaft und den Wein schon einmal in den Topf leere. Die Alternative wäre jetzt für die Kinder, dass ihr statt dem Weißwein einfach 1 Liter Fruchttee nehmt oder so einen eigenen Wintertee nehmt. Könnt ihr im Prinzip alles nehmen, was euch schmeckt. Dann kommt jetzt in meinen Topf dazu die Orangen und die Zitronen. Ich drehe mir den Topf aber schon gleich einmal auf, dass das zum Kochen beginnt. Und die Orangen und die Zitronen schneide ich mir jetzt einfach in Scheiben. Und die Scheiben kommen dazu. Mit der Orange mache ich es genauso. Die geben mir jetzt dann einfach beim Kochen schönes Aroma ab. Von der Schale, vom Fruchtfleisch. Und die zweite auch noch. Die Zimtstangen kommen auch gleich so mit hinein und die Nelken gebe ich mir jetzt in einen Teesackerl. Da kann man losen Tee kochen drinnen und ich verwende das ganz gerne, wenn man so kleine Dinge in Flüssigkeiten reingibt, weil ich es dann einfach leichter wieder rausfischen kann. Die Nelken sind drin, ich mache mir da jetzt einen Knopf rein. Vorsichtig. So, und so schmeiße ich das Sackerl mit dazu. Und das Ganze lasse ich jetzt für circa eine Dreiviertelstunde ganz leicht köcheln. Also bei ganz niedriger Stufe einfach, dass es schön zieht und die Aromen von allem schön rausgeht und in den Punsch reingeht. Bei mir ist alles gut durchgezogen. Ich werde mir jetzt alles abseihen. Ich habe dazu hier so eine, wie nennt man das? Kelle, Schöpfkelle. Zum Knödel absieben eigentlich. Mit dem hole ich mir jetzt alles raus. Und es riecht urlecker, also wirklich, es riecht urgut. Kommt die Weihnachtsstimmung sofort. Als letztes gebe ich jetzt den Rum rein. Den Rum gebe ich bewusst zum Schluss rein, damit er sich nicht verkocht. So, dann rühre ich noch einmal durch. Wir persönlich mögen den Punsch nicht süß. Das heißt, bei uns kommt da jetzt nie noch ein Zucker rein. Wenn ihr das aber gerne habt, dass er sehr, sehr süß ist, dann einfach jetzt noch einen Schuss Honig reingeben oder ein bisschen an Vanillezucker. Und so könnt ihr das dann schön süßen. Ich schöpfe es jetzt gleich ab in unsere Gläser hinein. Hat eine tolle Farbe, finde ich. So. Und sobald er jetzt ein bisschen ausgekühlt ist, werde ich ihn trinken mit ein paar Keksen dazu. Und ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Und natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.